Hallo zusammen, heute ist der 17.05. Zeit für ein neues News-Update. Und Zeit für Luftballons, denn heute ist mein 30. Geburtstag. Yay. Okay, das ist mir nicht so wirklich wichtig. Was mir jedoch wichtig ist, ist, dass Dungeon Master durch ist. Ja, das kam auch ein wenig unerwartet. Ich hätte echt noch gedacht, dass so 10, 20 Folgen noch drin sind, zumal wir mehrere Gebiete hatten, wo wir noch gar nicht drin waren. Zum Beispiel das, wo man den roten Schlüssel bräuchte, wo man mehrere Treppen runtergehen musste. Und allgemein haben wir auch uns eher durchgewuselt als wirklich durchgekämpft. Denn vor den Dämonen mussten wir teilweise weglaufen, wir sind ziemlich häufig gestorben. Also wirklich zufrieden bin ich damit nicht. Das heißt, mittel- bis langfristig wird es auch einen zweiten Playthrough von Dungeon Master geben. Und dann auch das Original Dungeon Master und nicht Return to Chaos. Denn ich hätte schon gerne eine richtig ordentliche Heldentruppe, die da auch alles aufräumt und mehr Secrets findet und versucht auch die alternativen Enden freizuschalten. Das wird aber jetzt, wie gesagt, mittel- oder langfristig kommen. Was in näherer Zukunft, also als nächstes Hauptprojekt ansteht, kann ich leider noch nicht sagen. Ich habe da ein paar Kandidaten auf der Liste, da wären es halt Stonekeep. Da bräuchte ich nur eine deutsche Version, denn ich finde bei GOG nur eine englische. Und ich habe nicht wirklich Lust, alles nachzusynchronisieren, denn es ist doch recht viel Text und Videosequenzen. Also wenn ihr wisst, wo man eine deutsche Version bekommen könnte, nur her damit. Und was haben wir noch? Wir haben noch Might and Magic 3. Ich wollte ja irgendwann eh World of Xeen spielen, das ist Teil 4 und 5 zusammengepackt. Da bietet es sich an, wenn man 3 vorher spielt. Außerdem noch Arx Fatalis, das ist so eine Art Gothic. Und Ultima gibt es auch noch jede Menge Spiele, die ich gerne spielen würde. Also zum einen Ultima Underworld, das habe ich noch gar nicht gespielt. Oder auch Ascension, das habe ich mehrfach angefangen, aber nie wirklich zu Ende gebracht. Das wäre ja auch eine nette Idee. Allgemein wird es in den nächsten Tagen aber nicht besonders viel von mir geben, denn ich bin wie gesagt am Überlegen, was genau ich jetzt als Projekt mache. Außerdem muss ich nochmal zweimal arbeiten und dann bin ich immer ziemlich ballermatsch. Das heißt, ihr könnt die Zeit gerne nutzen, um mir Kommentare oder PMs zu schreiben, was ihr denn noch so für Ideen hättet, was man spielen könnte. Ja, das war's eigentlich auch schon und wir sehen uns die Tage wieder. Bye bye.